Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich bin gerade gebeten worden, mich kurz zu fassen aufgrund der geringen Restredezeit. Kollege Hanger hat gerade bereits ausgeführt, dass wir im Rechnungshofausschuss ja nicht nur diskutiert haben über die Inserate und die Homepages des Landwirtschaftsministeriums. Wir haben uns auch sehr intensiv über Fragen der Forschungs- und Technologiepolitik Gedanken gemacht, auch im Rahmen der Prüfung des Science Park in Graz. Der ist Teil der österreichischen A+B-Zentren, ein sehr erfolgreiches Modell in Österreich, wo man versucht, vor allem im Bereich des Wissens- und Technologietransfers spannende Entwicklungen seitens der Universitäten, der Fachhochschulen, auch der Forschungsgesellschaft in Österreich auch in die Wirtschaft überzuleiten und das auch sehr intensiv zu unterstützen. Es hat hier eine Reihe von Vorschlägen gegeben des Rechnungshofs. Der Großteil dieser Vorschläge wurde aufgenommen, wird auch umgesetzt. Einige Punkte, und das soll glaube ich auch so sein, dass man da anderer Meinung ist, kann man auch breit diskutieren, ob das Ganze sinnvoll ist. Jedenfalls war das eine sehr spannende Diskussion auch im Rechnungshof. Ausschuss. Wir freuen uns, dass gerade dieser Bereich der Forschungs- und Technologiepolitik so intensiv behandelt wurde. Einer der wichtigsten Bereiche für die Zukunft. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um Zukunftschancen, vor allem für junge Menschen. Das war eine spannende Diskussion und ich danke Ihnen. Als nächstes Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Petra Bayer. Bitte.